So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV und ihr wartet bestimmt schon sehnsüchtig auf mein Review zur RTX 4070. Wieso das Ganze nun ein bisschen verspätet zum Launch passiert ist, obwohl ich diese Karte seit bereits über einem Monat selber in meinem PC im Einsatz hatte, ja, das hat einfach damit zu tun, dass ich zwei getestet habe, und zwar auf Herz und Nieren. Entsprechend angefangen mit der 4070 Founders Edition, ja, dem kleinen Schmuckstück, das ich mir selber für meinen PC gegönnt habe. Und jeder, der den PC nicht kennt, ja, der steckt hier drin. In dieser kleinen Tasche ist mein vollwertiger Gaming-PC. Ja, nicht größer als eine Konsole, beziehungsweise kleiner als die meisten Konsolen. Ja, ist das hier das Velka-7-Gehäuse, gerade mal knapp 6 Liter groß und einfach nur ein Schmuckstück. Zum Pendeln und für unterwegs entsprechend auf meinem Schreibtisch den letzten Monat stehen gehabt mit der RTX 4070 Founders Edition. Die Karte als solche enorm leise, sparsam und kühl. Dazu dann aber in dem Test hier gleich ein bisschen mehr nach dem Intro. Bis gleich. Bei CDK-Deals findet ihr offizielle Microsoft Keys, ob Windows 10 oder 11, Microsoft Office, Games auf sämtlichen Plattformen wie Steam, Origin und Uplay zu wirklich guten Preisen. Gerade bei Windows 10 Pro sind die Preise wirklich gut. Und wenn ihr das Ganze mal hier in der Suchleiste eingebt, Windows 10, praktischerweise lässt sich die Lizenz jederzeit kostenlos auf Windows 11 upgraden. Ja, also auch hier könnt ihr noch mal ein bisschen zusätzlich sparen. Ich habe das Ganze bereits ausprobiert, die Aktivierung läuft reibungslos und inzwischen habe ich Windows 11 sowohl auf meinem Laptop als auch meinem PC zu Hause installiert und ihr könnt mit dem exklusiven Rabattcode GU25 satte 25% sparen. Und damit landet ihr bei 13,95 € für den Windows 10 Pro Key. Ich bin sehr, sehr zufrieden und bei CDK Deals macht ihr echt einen Schnäppchen. Nachdem ihr euren neuen Windows 10 Key erhalten habt, gebt ihr das Ganze über den Windows Aktivierungsassistenten entsprechend ein, drückt auf Aktivieren und los geht's. Ihr könnt sehen, die Windows 10 Lizenz ist jetzt aktiviert. Mehr Infos und Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nun ist aber, ja, wie Nvidia das eben so gerne handhabt, bereits nach wenigen Tagen die erste RTX 4070 als Custom Design im Angebot gewesen. Und zwar keine weitere als diese hier. Ja, das hier ist die derzeit günstigste RTX 4070 mit 12 GB. Derselbe Chip wie hier die Founders Edition für 599 € und damit satte 10% im Preis gefallen in unter einem Monat. Ihr spart hier wirklich die 60 € gegenüber der Founders Edition. Und was ich mich eben gefragt habe, ist, wie gut eignet sich die Gainward Ghost für den Small Form Factor, für Mini-PCs? Wie kann man das testen? Man verbaut die Karte in genau diesem Gehäuse. Entsprechend habe ich beide Karten in dem Velka 7 geschlossen, gegeneinander übergestellt, natürlich mit dem Schallpegel-Messgerät ein bisschen getestet, genau hingehört, wie laut die Karten werden und auch die Leistung verglichen, denn für diese 10% weniger, also passen, tun die Karten beide hier wie die Faust aufs Auge, die Gainward sogar hier bis zum Anschlag. Entsprechend ist auch das Design der RTX 4070 gerade im Small Form Factor in den letzten Jahren immer stark kritisiert worden, weil es ist ein sogenanntes Pass-Through-Design. Das heißt, der Airflow, ja, die kühle Luft geht durch die Karte durch und ja, geht dann hier, ihr seht's, dahinter ist tatsächlich nichts, außer diese Finnen. Ja, die Finnen sind eben für die Kühlung verantwortlich. Und ja, mit dem Einlüfter auf der einen Seite bläst das Ganze sozusagen durch das Fin-Stack, ja, durch diese Lamellen. Und dann ist hier die PCB, der Chip, ja, all das ist hier drauf, aber der ist verhältnisweise klein. Und hier in dem Bereich ist wirklich nur der Kühlkörper. So, und dieses Pass-Through-Design ist natürlich in einem ganz normalen Gehäuse, wenn das Ganze so in den PC reinkommt, gar nicht schlecht, weil dann steigt die heiße Luft nach oben auf und kann aus dem Gehäuse befördert werden. In solchen Gehäusen, ja, in solchen sogenannten Sandwich-Layouts, wo das Mainboard mit der CPU auf der einen Seite ist und dann sozusagen, ja, seht ihr hier das Netzteil, Mainboard und hier die Grafikkarte einmal rundum geschlagen, sprich, wir haben beides, ja, aufeinander liegend sozusagen im Sandwich. Ihr seht, hier sind die Lüfter bei der Ghost, ja, von Gainward entsprechend beide auf einer Seite, hier und hier.
und die ziehen natürlich kalte, frische Luft rein, pustet dann natürlich von hier direkt gegen hier das Netzteil sozusagen. Und meine Vermutung war so ein bisschen, hey, wie sieht's aus bei der 4070? Ist diese Abwärme, die die Karte produziert, so hoch, als dass es sich im Small Form Factor bei solchen Mini-PCs hier negativ auf die Temperaturen auswirken könnte? Ja, Nvidia typisch, einen Monat nach dem Launch der RTX 4070. Was machen die Jungs? Ja, die versetzen uns als Kunden in die Lage, die gesamte Kaufentscheidung nochmal zu überdenken. Erstens einen Monat nach dem Launch dieser Karte plötzlich mit Diablo 4 um sich zu schmeißen, finde ich auch so ein bisschen fraglich, weil fühlt sich einfach als Kunde echt schäbig an, wenn man zum Launch so einen Ultra-Scam mit Overwatch 2 Season Pass bekommt und dann einen Monat drauf plötzlich den am meisten erwarteten Titel des Jahres einfach hinterher zu schmeißen, ja, dann fühlt sich das einfach nicht fair an, gerade wenn es hier um so eine günstige Budgetkarte angeht, wo viele Leute eben auf das Geld angewiesen sind. Entsprechend möchte ich nochmal das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen. Hat sich der Kauf der Founders Edition gelohnt? Hätte es sich mehr gelohnt, jetzt die RTX 4070 von Gainword, die Ghost, für 599 Euro mit Diablo 4 im Bundle zu kaufen? Ja, wenn ihr das Spiel eh haben wollt, dann auf jeden Fall, weil ich glaube, der Titel kostet so schon 60, 70 Euro. Und dann ist das schon mal auf jeden Fall viel Preis-Leistung, was ihr hier natürlich mit so einer Karte zusammen im Bundle bekommt. Wenn euch das Spiel nicht interessiert, ja, dann ist es gehopst wie gesprungen. Aber die Founders Edition kostet eben ein kleines bisschen mehr. Entsprechend wollen wir genau das heute herausfinden. Lohnt sich hier der Aufpreis von Founders Edition zu günstigem Custom-Modell? Was ich schon mal soweit vorweg sagen kann, es lohnt sich nicht, die teuren Custom-Modelle zu kaufen, ja, diese ganzen fetten Brecher, weil die RTX 4070 verbraucht so wenig Strom, die ist so sparsam, wird entsprechend nicht warm, da braucht es keinen Triple-Slot, Triple-Lüfter, Triple-Alles-Kühler, um das Ding unter Kontrolle zu bekommen. Ich finde es viel, viel interessanter, wenn hier die Hersteller eben versuchen, dieses Design, was Nvidia ihnen vorgelegt hat, ja, das ist eine Dual-Slot-Karte, die Karte misst 240 mm, dann entsprechend auch hier für solche kompakten Systeme passend zu machen. Ja, das ist viel, viel interessanter in meinen Augen, weil der Formfaktor gerade im ITX ist einfach mit so sparsamen Karten enorm spannend. Ja, aber ich würde sagen, wir verbauen jetzt erstmal die eine Karte und schauen uns das Gesamte im Aufbau an. Ja, Freunde, ich hatte überlegt, ob ich hier in dem Velka 7 entsprechend die RTX 3080 Ti verbauen werde, weil rein physisch, ja, mit 285 mm Länge und Dual Slot ist das Ganze hier vom Kühler-Design soweit stimmig und passend. Das Problem, ja, was ich gesehen habe, ist tatsächlich die TDP. Ja, die Leistungsaufnahme der RTX 3080 Ti übersteigt dann doch ein bisschen das Niveau, das man im ITX gerade bei einem Velka 7 halten sollte. Die Karte passt zwar, ja, von den physischen Maßen ganz wunderbar. Ja, das Problem, das ich jedoch gesehen habe mit der 3080 Ti, ist eben, dass sie eine TDP von 350 Watt hat. Und die genehmigt sich die Karte auch ohne weiteres. Entsprechend fürs ITX, ja, gerade im Velka 7, vielleicht nicht die beste Karte, was die Kühlung angeht und dementsprechend auch die Lautstärke. Ja, und deswegen habe ich auf die RTX 4070 Non-Ti gewartet, die mit Founders Kühler ebenfalls im Dual-Slot eben auch derselben Größe deutlich weniger Strom verbrauchen wird. Trotzdem die 12 GB an Grafikspeicher mit sich bringt, aber im Bereich von 200 Watt landen wird. Und diese 150 Watt, Leute, das ist immens. Und gerade was wir auch in meinen Tests zu der RTX 4080, 4090 und 4070 Ti gesehen haben, ist, dass selbst wenn wir eine Angabe von einer TDP von Nvidia soweit im Bereich von, sagen wir, 200 Watt angegeben haben, dass die tatsächliche Leistungsaufnahme dann doch ein gutes Stück niedriger ausfällt. Und das ist natürlich, ja, gerade im ITX gern gesehen. So. Und von daher schicke ich die 3080 Ti dann doch früher in Rente, als ich eigentlich geplant hatte. Ja, dennoch eine Top-Karte, keine Frage. Aber solange ich jetzt noch dafür ein bisschen Geld bekomme, ja, warum nicht? Und gerade weil ich auch ursprünglich vorgehabt habe, die Karte in meinem eigenen Rechner Wasser zu kühlen, ja, bin ich ein bisschen zur Einsicht gekommen. Ja. Viele haben kommentiert und haben gesagt, hey, ja, gerade mit den ganzen Features, die die RTX 4000er Generation mit sich bringt, wie DLSS 3, dachte ich mir, okay, ja, vielleicht habt ihr recht. Ja, vielleicht ist das Thema Wasserkühlung für mich jetzt erst einmal
gelaufen, ja, der Mehraufwand. Ja, und vor allem die Tatsache, dass ich dann doch meine Hardware so oft wechsle, sind dann letzten Endes dann doch nicht vielleicht die beste Idee gewesen. So, Freunde, ich bin jetzt soweit mit den Tests mit der RTX 4070 Founders Edition in dem Velka 7 Gehäuse soweit durch. Ja, das System läuft gerade mit Unigen Heaven im Extreme Preset einmal in der Loop. Und wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, dann sehen wir hier, wie sich die Temperaturen in dem System nach gut einer Stunde Benchen entwickelt haben. Und wie bereits gesagt, wir sind jetzt hier unter Last, ja, in einem Szenario mit etwa 200 Watt Leistungsaufnahme. Und das sind so die Werte, die die RTX 4070 FE soweit rausgespuckt hat. Ja, hier die Speichertemperatur mit maximal 84 Grad Celsius, GPU bei 72 Grad und der Hotspot hier bei 90 Grad Celsius. Maximal 203 Watt wurden hier ausgelesen mit einem Takt von bis zu 2880. Ja, auf jeden Fall ein stattliches Sümmchen. Hier an der Stelle der DDR5-Speicher mit maximal hier 54,5 und 53 Grad Celsius. Typischerweise ist der wärmere Speicher der, der näher an der CPU ist, weil der CPU-Kühler die Abwärme dann halt an den Heatspreader mit abgibt und so diese paar Grad Unterschied zustande kommen. So, die Haupt-SSD, ja, die SQ7 mit einem Terabyte, ja, hier bei 55 Grad Celsius. Die 2 Terabyte M.2 auf der Rückseite, ja, bis zu 84 Grad Celsius, jetzt gerade bei 75 Grad. Bisschen wärmer, aber die ist halt zwischen GPU und Mainboard zwischengeklemmt sozusagen. Also ja, war mit zu rechnen, dass wir da ein bisschen höhere Temperaturen sehen. So, jetzt zu der gemessenen Lautstärke. Wir haben vorher gemessen, natürlich im Idle ist die RTX 4070 Founders Edition natürlich enorm leise, weil sie hat einen 0 dB Modus, sprich bis 60 Grad Celsius bewegt sich da gar nichts. Und jetzt, ja, machen wir mal hier die Lampe an, dann sieht man die Karte da drin auch relativ schön. Ja, die passt wirklich wie die Faust aufs Auge in das Velka 7 Gehäuse. Sogar ein kleines bisschen Platz wäre da noch. Jetzt aber zur Lautstärke. Ja, Schallpegel-Messgerät. Ja, 42 dB kann man schon sagen, ist so das Maximum, das hier die RTX 4070 Founders Edition von sich gibt. Auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis, gute Temperaturen. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie sieht es hier mit einer Custom-Karte aus? Einer vor allem deutlich günstigeren Custom-Karte, die GainWord Ghost. Ebenfalls die RTX 4070 kostet aber hier zum jetzigen Zeitpunkt gerade mal 599 Euro. Die hier 60, 70 Euro mehr. Ja, das hier ist die Ghost, also nichts Besonderes, ist eine Dual-Slot-Karte und entsprechend ein relativ unspektakulärer Kühler aus Plastik, dennoch zwei Lüfter. Und das, was ich mich jetzt hier eben gefragt habe, ist, dass die Lüfter bei dieser Karte beide auf der Front sind. Das Ganze ist zwar auch ein Pass-Through-Design, sprich, der eine Lüfter bläst hier wirklich durch das Ganze durch, aber die kühle Luft kommt von außen direkt auf das Heatsink drauf. Ja, eine andere Änderung gegenüber der Founders Edition ist natürlich der 8-Pin gegenüber dem 12-Volt HPWR 16-Pin-Anschluss, der bei den neuen Nvidia-Karten üblicherweise verbaut wird. Hier an der Stelle entsprechend bei der Ghost und anderen günstigeren Custom-Modellen ist hier ein ganz normaler handelsüblicher 8-Pin. Das macht die Karte gerade, ja, bei günstigeren Systemen, denke ich, sehr, sehr praktisch, als auch für den Small Form Factor. Ja, weil der neue 12-Volt HPWR ist mega sperrig, mega umständlich und so ein 8-Pin, ja, der ist kein Problem. Selbst wenn das Teil vielleicht nicht so krass Premium aussieht, die Leistung wird sie bringen. Und ich bin gespannt, ob hier die Temperaturen und die Lautstärke mit der Founders Edition in diesem Konzept hier mithalten können. Also ich werde die Founders Edition jetzt hier gleich einmal aus dem Velka 7 rausbauen. Ja, und entsprechend die Ghost RTX 4070 von GainWord einbauen. So, Freunde, warum der Test hier mit dem Velka 7 für mich so interessant ist, was die RTX 4070 angeht. Ja, ihr seht, die Founders Edition ist hier noch drin. Ja, und wenn wir uns das jetzt hier etwas genauer anschauen, dann sehen wir die 4070 FE. Ja, die Founders Edition, die passt hier wirklich sehr, sehr schön rein. Ja, wir haben hier auch ein kleines bisschen Platz. Und dieses kleine bisschen Platz hat mich eben für dieses Video hier
überhaupt erst ins Grübeln gebracht. Denn ich dachte eigentlich, die Karte wäre vor Release ja noch ein kleines bisschen länger. So, und dann wäre natürlich hier noch genug Spielraum vom Platz. Und ihr seht auch, ich bin darauf angewiesen, hier diesen 90 Grad Winkel für den 12 Volt HPWR zu verwenden. Das ist natürlich jetzt hier eine gute Lösung, ja, weil es geklappt hat. Aber noch viel besser wäre eine Karte, die erstens keinen 12 Volt HPWR Anschluss verwendet, sondern einen ganz normalen 8-Pin. Und in dem Fall ja, wäre das hier wohl ein deutlich besserer Fit. Ja? Und wie bereits gesagt, wir haben hier zusätzlich den ganz normalen 8-Pin und nicht wie bei der FE hier den 12 Volt HPWR. Adapterlösungen gibt es, aber wenn man nicht darauf angewiesen ist, ja, dann ist vielleicht das hier die bessere Lösung. Wenn wir uns das anschauen, dahinter ist direkt das Netzteil. Ja, übrigens hier das Silverstone Extreme 850 Watt Platinum. Ein richtig, richtig gutes Netzteil, was Next-Gen-Feature angeht, aber natürlich echt teuer. Also es gibt kaum 12 Volt HPWR-Lösungen mit dieser Leistungsklasse, die ihr für unter 200 Euro bekommt. Und die RTX 4070 braucht nicht so viel Strom. Ja, und wenn wir uns die Verpackung von der RTX 4070 Founders Edition anschauen, dann sehen wir würden sogar mit einem 650 Watt Netzteil auskommen. Ja, 650 Watt, das hat mich doch auf eine Idee gebracht, ja, einfach beim Netzteil auch ein bisschen Geld einzusparen. Ich habe hier von Thermaltake das Tough Power SFX 650 Watt Netzteil, 7 Jahre Garantie, komplett modulare Kabel und entsprechend genug Anschlüsse, als dass wir hier unsere RTX 4070 befeuern können. Also werden wir hier nicht nur die RTX 4070 Founders Edition gegen die günstigere Ghost RTX 4070 von Gameworld tauschen, sondern entsprechend das teure 850 Watt SFX-Netzteil gegen das halb so teure 650 Watt-Netzteil austauschen, ohne wirklich Kompromisse einzugehen. Ja, Freunde, ich wurde schon an vielerlei Stelle gefragt, wie es hier mit dem 12 Volt HPWR ist. Und ja, solange ich das Netzteil, hier das 850 Watt Extreme von Silverstone noch angeschlossen habe, kann ich euch das auch einmal fix demonstrieren. Und zwar haben wir hier die Founders Edition der RTX 4070, hier den 90 Grad Winkeladapter, den ich bereits für euch vorgestellt hatte. Also das Teil, ja, könnt ihr euch gerne in meinem Video anschauen. Und es verläuft hinter der Grafikkarte. Ja, der Adapter führt hierhin, ja, macht einmal einen Schwenker rundum und geht dann ins Netzteil. So ist der Aufbau. Fürs bessere Verständnis mit dem 12 Volt HPWR Adapter, ja, wenn wir hier die Karte so drin haben, dann ist hier oben der 90 Grad Winkel, ja, und das Kabel verläuft unter der Karte sozusagen hier in diese Richtung. Ja, so sparen wir uns den Knick hier in dem oberen Bereich. Ja, wo viele meistens die Schlüsse draus ziehen, ist natürlich das Gewicht einer Grafikkarte. Und dementsprechend packe ich hier einfach mal die Founders Edition hier auf die Waage. Und es sind ja, etwa 1 Kilo, 1026 Gramm. Ja, 1026 Gramm ist soweit das Gewicht der RTX 4070 Founders Edition. Im Direktvergleich, ja, die Ghost Gainword, mal gucken, wie viel das Plastik wiegt. So, und das ist schon mal ein gutes Stück weniger. Ja, 760 Gramm wiegt das Leichtgewicht. Ist natürlich die Frage, ja, wie sich hier beide 4070er Modelle jetzt im Direktvergleich schlagen. So, wir haben jetzt die Ghost soweit verkabelt, ja, und im Gehäuse verbaut. So würde das ganze Setup aussehen. Es ist auch wirklich nicht zu eng. Ja, wir haben hier definitiv noch genug Spielraum, um hier zum Beispiel Kabel entlang zu führen. Ja, wenn wir das Ganze flippen, dann sehen wir nämlich hier, wie die GPU, ja, hier exakt am Mainboard vorbeigeht. Wie gerade schon erwähnt, werden wir jetzt hier das 650 Watt Thermaltake Netzteil verwenden, das Tough Power SFX 650 Watt, ja, gut ausgestattet in der Beschaffenheit. Feeling Peeling gibt es natürlich auch dazu. Ja,
Ja, so wollen wir das Ganze montieren. Netzteil ist jetzt an Ort und Stelle. Ja, so schaut das Ganze aus. Und jetzt könnt ihr sehen, wir haben durch den Aufbau der Grafikkarte deutlich mehr als bei der Founders Edition von diesem Pass-Through-Design. Was mich auch wahrscheinlich viele fragen würden, wie ist das Cable-Management? Soweit für die CPU-Stromversorgung der 8-Pin-EPS. Hier einmal umgeschlagen, 24-Pin von dem Mainboard aus umgeschlagen. Hier die Blende von dem Velka-Gehäuse. Ja, wir können das Ganze jetzt hier einmal umdrehen und uns anschauen. Auch hier wirklich sehr, sehr easy gewesen vom Cable-Management, dadurch, dass wir einen ganz normalen 8-Pin haben. Ja, der ist schön eingelassen in der Grafikkarte, sprich auch für Small Form Factor kein Problem. Ja, und das schaut doch soweit ganz wunderbar aus. So, Freunde, wir haben jetzt hier die RTX 4070 Ghost verbaut. Man sieht auch, obwohl wir im Idle sind, die Lüfter drehen sich. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn wir das System starten, drehen sich diese Lüfter nicht, weil sie hat schon einen 0 dB-Modus. Sprich, bis zu einem gewissen Punkt, oh, da setzt er gerade ein, ja, und das sind 60 Grad Celsius, ist die Karte im Idle. So, dann drehen sich die Lüfter nicht. Gar nicht. Entsprechend ist sie dann auch genauso leise wie die RTX 4070 Founders Edition. Nun vergleichen wir das Ganze hier aber mal an den Temperaturen. Ja, hier sehen wir die GPU-Temperatur hier gerade bei 42 Grad Celsius, ja, sehr entspannt. Hotspot bei 48 Grad Celsius. Ihr seht, der Hotspot steigt. Das hat natürlich damit zu tun, dass gerade die Lüfter ausgesetzt haben. Sprich, diese passive Kühlung muss auch in irgendeiner Form weiterhin bestehen bleiben. Ja, aber die Temperaturen steigen. Was ich jetzt aber schon beachtlich finde, ist, wie hoch die Temperaturen hier im Idle bereits gehen können. Ja, wenn eben hier die Temperatur Stück für Stück steigt. Ihr seht, wir sind jetzt schon bei GPU 44, Hotspot 50 Grad. Ja, und das wird hochgehen. Das wird hochgehen, bis eben die GPU 60 Grad erreicht, bis der Hotspot hier etwa bei 70 Grad ist und dann werden die Lüfter wieder angehen. Dieser Idle-Zustand, der kann nicht gehalten werden, weil die thermische Masse von diesem Kühler ist einfach nicht groß genug. Das heißt, es wird jetzt so lange hochgehen, bis die Lüfter einsetzen, bis die Temperatur runtergekühlt ist, dann wird es wieder ausgehen. Das ist, dauert lange. Ja, ihr seht, wir sind jetzt gerade mal bei 52 Grad Celsius. Es ist jetzt nicht so, dass es immer rauf, runter, aber genau das tut es. Ja. So, und wenn wir jetzt die Temperaturen von der Founders Edition vergleichen, ja, dann sehen wir hier ganz klar, dass wir hier erstens GPU-Temperaturen von ebenfalls ja, so 41, 43 Grad Celsius, das ist jetzt hier kein großer Unterschied, aber die Maximaltemperaturen, die lagen hier bei 48, hier bei 61, hier bei 58 auf dem Speicher, hier bei 76 auf dem Speicher. Und hier bei 56 beim Hotspot, hier bei 70,5 beim Hotspot. Ja, die Temperaturen steigen, ihr seht es. Ja, wir sind im Idle und die Temperaturen steigen, langsam aber sicher. So, Freunde, ich habe jetzt beide Karten hier in dem Setup getestet und entsprechend geht es jetzt an die Benchmarks. Ja. Ich habe euch insgesamt 8 synthetische Benchmarks hier rausgepickt. Das sind von 3DMark entsprechend der Port Royal Raytracing Benchmark, entsprechend TimeSpy, TimeSpy Extreme, FireStrike und FireStrike Ultra. Und dann von Unigen entsprechend Superposition im 1080p Extreme Preset, 4K und Unigen Heaven Extreme. Diese 8 Titel einmal im Direktvergleich, entsprechend aber auch als Benchmark sozusagen, um die maximale Temperatur, Lautstärke, Takt und einmal zu messen. Ja, denn ich habe erstmal alles durchlaufen lassen und dann im Unigen Heaven Extreme entsprechend in der Loop zum Schluss laufen lassen. Das heißt, das System hatte wirklich genug Zeit, sich ein bisschen aufzuheizen. Dann konnten wir auch entsprechend die Lautstärke messen. Aber jetzt geht's erstmal los mit den Tests. We'll be right back.
So, wir sind soweit mit den Tests durch und was wir hier unschwer sehen können, ist, dass im Unigen Heaven Benchmark hier an der Stelle die RTX 4070 wirklich schuften muss. Also wir sind hier jetzt nach etwas längerer Benchzeit bei 74 Grad Celsius, maximal hatten wir 77 gesehen, bei dem Speicher 82 Grad Celsius, maximal 86 gesehen und der Hotspot gerade bei etwa 87 Grad Celsius, maximal ausgelesen waren 95 Grad Celsius und dabei verbraucht die Karte eigentlich genauso viel Strom wie die Founders Edition. Und ja, das ist nicht alles, Freunde. So, wir haben jetzt hier die Screenshots aus den Tests und zur Linken entsprechend die RTX 4070 Founders Edition. Hier die Ghost von Gainword und das sieht soweit nicht gut aus. Wir haben hier 72 Grad Celsius, hier 77 Grad Celsius und 86 zu 84, 90 zu 95 Grad Celsius. Okay, das ist nicht so dramatisch, aber es sind ein paar Grad Unterschied bei selber Leistungsaufnahme. Und das, was ich am spannendsten finde, ist, dass die Karte durch diesen Temperaturunterschied hier bei 2790, hier bei 2880, also fast 100 MHz Unterschied, nur durch die Temperatur. Die CPU scheint hier ein kleines bisschen mehr abzubekommen. Umdrehungszahl der Lüfter ist hier eigentlich gleich geblieben. Hier vom Speicher aus, 53, 54, das ist auch in etwa beim Arbeitsspeicher gleich geblieben. Heißt, die Umgebungstemperatur in dem Velka 7 scheint hier durch die Karten nicht wirklich beeinflusst zu sein. Auch nicht hier die M.2 im Slot 1 auf der Vorderseite, aber die M.2 auf der Rückseite mit dem Rücken zur Backplate gerichtet ist, hier maximal 70 Grad Celsius mit der Gainword, 84 Grad Celsius mit der Founders Edition. Das hängt eben damit zusammen, dass die Founders Edition eine Metall-Backplate hat und entsprechend die Hitze an die SSD weitergeben kann. So, schwieriges Endresultat, aber ich denke mal, die Lautstärke dürfte auch eine Rolle spielen. Ja, so 46 dB, vorher 42 dB. Ja, entsprechend ist hier die Gainword ein kleines bisschen lauter als die Founders Edition und dabei eben auch wärmer. Und das ist kein gutes Resultat. Durchschnittlich 5 Grad Celsius höhere Temperaturen und ein schlechterer Takt und die Reihe weg schlechtere Ergebnisse. Ja, Leute, angefangen mit der Idle-Temperatur hatte die RTX 4070 Founders Edition hier definitiv den Vorteil mit 49 Grad Celsius bei der GPU-Temperatur, 60 Grad Celsius auf dem Speicher und im Hotspot gerade mal 57,7 Grad Celsius. Und das, diese 60 Grad, das war wirklich das Maximum, was hier im Idle zustande kam, nachdem das System gut eine halbe Stunde rumgestanden hat. Ja, ist auch der Punkt, die Lüfter drehen sich erst, wenn die GPU, der GPU-Core, über 60 Grad hinausgehen würde. Das tut er aber hier in keinem Fall. Der Kühler, ich habe ihn gewogen und gegen die Ghost ein bisschen gegenübergestellt und da sind fast 300 Gramm Unterschied. Das ist einfach deutlich mehr thermische Masse. In so einem kleinen, kompakten Formfaktor spielt das definitiv eine Rolle, was die passive Kühlleistung angeht. Und wenn wir uns das jetzt hier im Direktvergleich mit der Gainword Ghost anschauen, dann fährt diese bereits im Idle bei 61 Grad Celsius, bei der GPU 76 Grad Celsius auf dem Speicher. Das sind über 15 Grad Unterschied. Und im Hotspot 70,5 Grad Celsius, das ist auf jeden Fall ordentlich, wie stark sich diese Karten unterscheiden. Denn auch die Gainword hat rein technisch einen 0 dB Modus. Das Problem ist, dieser Kühlkörper ist einfach so dünn und schmächtig, dass er zwar eine kurze Zeit lang immer mal wieder passiv bei 0 dB arbeitet, aber immer wieder die 60 Grad erreicht, die Lüfter anspringen lässt, runterkühlt und dann wieder in der Temperatur steigt. Das habe ich beobachtet, für euch gemessen und das ist natürlich nicht so cool, weil wenn es euch darum geht, entsprechend wirklich leise zu sein, und wir haben es noch nicht Hochsommer, die Karte
hat hier mit der Founders Edition definitiv ein bisschen Spielraum nach oben, auch an einem warmen Sommertag ruhig zu bleiben. Bei der Gainward, ja, wenn die Raumtemperatur nur um 5 Grad Celsius steigen würde, dann wäre der Lüfter einfach nicht im 0 dB Modus zu halten. Das ist einfach so. So, entsprechend, wenn die Karten bei 0 dB laufen, also die Lüfter nicht anspringen, dann ist eben die Grundlautstärke bei 36, 37 dB von der Gesamtlautstärke des Systems gewesen, sprich der CPU-Kühler-Netzteil eben die Grundlautstärke von dem System. Ich würde es als nicht wahrnehmbar leise bezeichnen. Und sobald wir eben die Leistung hochkommen lassen, ja, dann sieht man den Unterschied. Die Founders Edition mit 40 bis 41, 42 dB, die Gainward hier an der Stelle 45, 46, 47 dB, das ist so der Bereich, in dem sich hier die Lautstärke bewegt. Also man kann schon sagen, fast 5 dB Unterschied, und dieser Unterschied ist genau der, dass man sie wahrnimmt. Ja, man nimmt die Gainward auf jeden Fall wahr. Das ist eine subjektive Wahrnehmung. Vielleicht sind jetzt 5 Dezibel mit dem Schallpegel-Messgerät jetzt nicht so krass, aber man hört es. Ja, man hört einfach den Unterschied. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm, leise, geschmeidig, was die Founders Edition hier macht. Und die Gainward ist eher dem rasselnden Geräuschspektrum für mich ein bisschen störender, und gerade wenn es um den Idle-Zustand geht, ja, nicht optimal, nicht optimal. Ja, jetzt aber zur Leistung. Ihr habt die Benchmarks gesehen, entsprechend habt ihr euch wahrscheinlich auch gefragt, wie groß der prozentuale Unterschied ist. Und alles zusammen durchgerechnet, ja, ist die RTX 4070 Founders Edition, ja, 2,58% schneller gewesen. So, ist jetzt nicht gravierend, könnte man als fast schon Messtoleranzen bezeichnen. Das sind sie aber nicht, denn es hat sich hier bei diesen 2% und ein bisschen drüber bei allen Titeln so die Reihe weg durchgezogen. Und das hat primär, wenn wir uns den maximalen Takt anschauen, mit eben diesen zu tun. Die RTX 4070 Founders Edition in meinem Fall hat hier fast 100 MHz höher getaktet in der Spitze und dabei denselben Strom verbraucht. Entsprechend ist sie kühler gewesen und hatte dadurch eben diesen kleinen Performance-Boost. Nun muss man aber der Realität ins Auge schauen. Wenn es euch allein um die Preis-Leistung geht, dann sind 2,58% nicht einen 10% höheren Preis wert. Ja, weil 599 zu 659, das ist es an der Stelle auf dem Blatt Papier nicht wert. So, nur würde ich ganz klar sagen, wenn man eine Founders Edition wie die 4070 mal in der Hand hat, erstens, dieses Produkt, ja, ist einfach, was die Hochwertigkeit angeht, auf einem ganz, ganz anderen Niveau als jetzt so eine Budget-Custom-Karte, die wirklich an jeder Ecke versucht, Kosten einzusparen. Für mich war ja eben der Vergleich eher aus der Richtung, welche Karte lohnt sich für den Small Form Factor, also Mini-PCs, am meisten. Ja, und da fällt die Entscheidung ganz klar auf die Founders Edition, einfach weil sie eben leiser ist, weil sie kühler ist und zusätzlich noch ein kleines bisschen kleiner. Entsprechend fällt hier meine Entscheidung ganz klar auf die Founders Edition. Sobald Nvidia hier den Preis vielleicht ebenfalls um diese 10% anpassen wird und sie bei 599 Euro landet, dann, ja, wird sie noch mehr meine Empfehlung ausgesprochen bekommen. Aber ihr fragt euch auch bestimmt, wie ist meine Meinung zur 4070 versus 4070 Ti? So, ich hatte beide Karten hier und kann jetzt auch meine Empfehlung soweit aussprechen. Genauso auch den Bezug auf die 3080, 3080 Ti. Ja, denn das ist die vorherige Generation, und da muss ich ganz klar sagen, zum heutigen Zeitpunkt würde ich niemandem mehr empfehlen, eine alte 3000er Karte zu kaufen, einfach wegen der gesamten Feature, die Nvidia hier mit der 4000er Generation als Alleinstellungsmerkmale auf den Markt gebracht hat. Und ich rede hier jetzt nicht von etwas höherer Raytracing-Leistung und auch nicht von DLSS 3, selbst wenn das für viele ein Faktor sein kann. Ja, es ist vielmehr der AV1-Encoder, der wirklich für mich im Punkto Streaming, Rendern und Zukunftssicherheit, ja, wenn man sich anschaut, dass es bereits in OBS und YouTube implementiert wurde, entsprechend auch immer mehr Videoschnittsoftware dieses Feature nutzen wird, dann ist das halt ein No-Brainer. Ich habe hier eine Karte, die diesen Standard unterstützt und auch in puncto Leistungsaufnahme mich einiges an Strom spart. Die 4070 verbraucht gerade mal 200 Watt in der Spitze,
Die 4070 Ti, und das ist jetzt hier der Generationsvergleich, verbraucht 285 Watt. Im Gaming, ja, ist natürlich die Leistungsaufnahme nochmal eine ganz andere. Da sind die Karten enorm sparsam. Die verbrauchen da schon ein gutes Stück weniger als die Spitze. Aber wenn wir hier von der Leistungsspitze reden, ja, 200 versus 285 Watt, dann sind das 42,5% mehr, die ihr hier mit dem Ti-Kürzelchen mehr verbraucht. Wenn wir die Benchmarks nochmal zurückrufen, ja, einmal den Durchschnitt ausrechnen, dann ist die 4070 Ti 24,5% leistungsstärker als die 4070. So, 24,5%, okay. Wenn wir uns jetzt aber den Preis anschauen, dann ist die derzeit günstigste 4070 Ti für 859 Euro erhältlich. Das sind genau 200 Euro Preisunterschied und damit über 30% im Direktvergleich. Halten wir mal fest, die 4070 Ti ist zwar 24,5% schneller, aber auch 30% teurer und 42,5% leistungshungriger. Das heißt, die 4070 ist einfach die sparsamere und günstigere, im Verhältnis günstigere Karte. Und dabei habe ich eben den Preis der Founders Edition genommen. Wenn wir jetzt aber hier den Preis der Ghost nehmen, die ja mit 599 Euro derzeit im Handel erhältlich ist, dann sieht die Geschichte nochmal eine Ecke anders aus. Ja, und es gibt wirklich nicht viele 4070 Ti Modelle, die für diesen Preis erhältlich sind. Entsprechend, wenn wir von dem eigentlichen Preis von 899 Euro ausgehen, sieht die Geschichte schon mal ganz anders aus. Dann sind es 300 Euro, die zwischen diesen Karten liegen. Und das wären mir dann halt auch nicht diese 24,5% Leistung wert. Ich bin mit der Leistung der 4070 sowohl im 1080p, 1440p als auch 4K Gaming mehr als zufrieden. Ja? Am Fernseher brauche ich nicht mehr als meine 60 FPS und dank DLSS, FSR, die Reihe weg durch, bietet die Karte genau das. Und mit 12 GB habe ich genug Grafikspeicher, habe entsprechend sämtliche Feature der neuesten Generation. Und das Beste ist, das Ganze passt in meinen kleinen Mini-PC für unterwegs. Und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen hier bei der Kaufentscheidung vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Und bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.